Hallo ihr Lieben, wir haben wieder eine Bewegungseinheit für euch vorbereitet. Wir beginnen heute mit einem Lied. Danach machen wir ein paar Übungen mit dem Ball, für größere Kinder, aber auch für kleinere. Und wir schließen das Ganze ab mit einer Entspannungsübung. Bereit? Los geht's! Dann geht's los! Hier brauchen wir den Nano. Jetzt machen wir was mit dem Ball. Los geht's. Und zwar, wir beginnen mit einer Übung. Da stellen wir uns Rücken an Rücken. Ein Kind gibt den Ball oben drüber, den Händen über den Köpfen. Das andere Kind nimmt den Ball und gibt den unten durch. Und wieder oben drüber und unten durch. Und danach wechseln wir. Das andere Kind gibt oben durch. Und oben drüber. Und noch einmal. Unten durch. Oben drüber. Sehr gut. So, jetzt drehen wir uns zueinander. Mit ein bisschen Abstand und stellen uns auf ein Bein. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir das schaffen. Wir werfen uns den Ball zu. Versuchen dabei nicht umzufallen. Schon runtersteigen müssen. Das war zu viel Schwung für diesen kleinen Raum. So, letztes Mal. Sehr gut. Beinwechsel. So. Ah ja, Beinwechseln, genau. Mit dem anderen Bein. Ihr werdet merken, auf einem Bein steht ihr leichter als auf dem anderen. Sehr gut. Gut gemacht. So, als nächstes machen wir eine 8. Und zwar, wir rollen den Ball, geben uns hinten uns herum und geben ihn an den Partner weiter. So, dass von oben betrachtet ein 8er entsteht. Gut, noch einmal. Und jetzt wechseln wir. Andere Richtung. Und das Ganze kann man auch am Boden machen. Am Boden rollen. Und zwar, ich rolle den Ball hinter uns herum und wieder weitergeben. Hinter uns herum rollen. Sehr gut. Gut gemacht. Und wir schließen jetzt diese Bewegungseinheit ab mit einer Entspannung. Und zwar klopfen wir unseren ganzen Körper ab. Wir beginnen bei den Unterschenkeln und klopfen. Unterschenkel, Unterschenkel, Bauch, Brust, Wange. Und noch einmal. Unterschenkel, Unterschenkel, Bauch, Brust, Wangen. Und das war's für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! Tschüss.